Willkommen zurück und jetzt starten wir schon gleich die Halloween-Welt. Diesmal im Kreativmodus. Wir können also nicht sterben. Wir sind zwar jetzt auch nicht, gerade eben nicht gestorben, aber ich fühle mich dann ein wenig sicherer. So, wir gucken, ob wir unsere Rüstung nochmal finden, die wir. Geh weg. Ruhig. Ruhig, ruhig. Die wir gerade eben bekommen hatten. Brauchen wir eigentlich nicht, aber naja, man weiß ja nie, ne? Vielleicht hat man ja zwischendurch mal Hunger. So. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Jetzt bekommen wir unser Schwert. Wo hat man eigentlich das Text herbekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, egal. Brauchen wir eigentlich eh nicht. So. Und jetzt ab nach oben. Yay! Jetzt gucken wir uns das alles mal von oben an. Und das sind halbwegs Homo. Juch. Augen. Schau mir in die Augen. Kleines. Da oben ein riesengroßes, geil gemachtes Schloss. Wie soll man eigentlich da hinkommen? Bestimmt einen Weg dorthin irgendwie. So ein Pelzchenuff und so. Sieht richtig gut aus. Richtig tolles Geisterschloss. Ja, toll. Tolles Geisterschloss. Und die Wolken hier. Sieht aus wie so Giftnebel. Ist das überhaupt Wolken? Ich glaube ja, ne? Ich habe die Wolken hier sind lila. Oder ist es Wasser? Fledermäuschen, wie süß. Und was haben wir hier? Hier geht's nach unten. Okay. Sehr interessant gemacht. Ah, guck mal da, Frankenstein. Ah, okay. Der Enderman ist das Vieh, was kein Gesicht hat. Okay, gut zu wissen. Das wusste ich vorher nämlich nicht. Da hinten noch mehr Verwandtschaftsbilder. Sehr mutig. Muss ich mir ganz ehrlich sagen. Sehr mutig. Oh, ein Hebel. Was wir jetzt da verwendet haben, aber wir haben mal den Hebel betätigt. Keine Ahnung, was wir hier gerade tun, aber wir betätigen einfach mal Hebel. Oh. Das ist ja mal cool. Zack, 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 zack. Wir sind das Phantom der Oper. Nee. Das Phantom der Oper. Dahinter irgendwas? Tatsächlich, da hinten ist was. Wir verkuckeln zwar gerade hier, aber egal. Stört uns ja nicht so wirklich, ne? Schön hier. Sehr schön hier. Wir werden wahrscheinlich unsere 15 Minuten damit verbringen, hier in diesem Schloss zu sein. Nee, ich gucke, dass ich jetzt Ausgang finde. Ah, da. Na, alles werde ich euch nicht zeigen. Das wäre ja langweilig. Dann müsst ihr euch schon selbst das Paket schon kaufen. Damit ihr wisst, wie es weitergeht. Und die Teufelskuh da unten. Yay! Hier hat man sich wieder mal richtig Mühe gegeben, finde ich. Mühe gegeben, wa? Ach, das ist doch Wasser. Und dann kommt man irgendwie da hoch. Oder wie? Hä? Also irgendwie muss man da auch hochkommen. Ich weiß mal nicht wie, aber irgendwie funktioniert. Ah, darüber, da. Da lang.
Das ist aber ein langer Fahrt dann bis dahin. Okay. Über einen sehr, 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 sehr langen Pfad kommt man definitiv dahin. Hier ein paar Totentäten. Das sollen wahrscheinlich so gastähnlich die Viecher sein, die hier. Dann das Riesenschwein, wo hinten auch kein Schinge mehr hat. Oh, ein Dorf. Das ist bestimmt das Dorf der Verdammten. Der sieht zumindest schon nicht mehr sehr gesund aus da. Dem fehlt ein bisschen so die Farbe. Der sieht auch nicht mehr so gesund aus. Dem fehlt ein bisschen Fleisch auf den Rippen. Aber nur ein bisschen. Ja, die Welt gefällt mir eindeutig. Also die, da das Texturenpaket, das hätte ich so gerne. Das hier würde mich auf jeden Fall sehr, sehr reizen, hier dieses Texturenpaket. Da bin ich sehr dafür. Da würde ich hier auch mein eigenes Häuslein bauen. Hier mitten im Weizenfeld, bei den Kindern des Zorns. Oh, Pferde. Ja, schön brav sein. Ich nehme die Stirn, die schlechten Lazarus. Du Schegaul. Oh, ich nehme einfach Schegaul. Natürlich schöner Gaul. Fragt mich nicht, was mich an dieser Welt fasziniert. Es ist einfach so, sie fasziniert mich einfach. Ich finde es sehr schön gemacht. Vor allem das hier. Das gefällt mir ja total. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich bin ein Wiederholungsfall. Da unten ist ja noch so eine Art Mini-Friedhof. So eine kleine, ja, keine Ahnung, irgendwas halt. Gehen wir nochmal zurück auf den Rummel. Da fand ich sie auch schön. Auch wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen auf andere Sachen, die hier drumherum sind, ablenken lasse, wie zum Beispiel da hinten diese schöne, schöne Villa. Nein, wir gehen jetzt nicht dahin, wir gehen hier hin. Genau, hier möchte ich jetzt hin. So. Was ist das denn? Ein Blumenvase also wahrscheinlich. Das ist auch eine Blumenvase und das ist natürlich hier das Riesenrad, was sich aber leider nicht bewegt. Fand ich sehr schade eigentlich, wie ich es gesehen hatte. Wir werden beobachtet. Aber kann man nichts machen. Ist halt so. Hier ein schöner Schießstand, das habe ich letztes Mal nämlich auch schon festgestellt, dass es ein schöner Schießstand ist. Kann man sogar was gewinnen. Jetzt kommt da ein Apfel an. Und was kommt, wenn man da hinten hinschießt? Ja. Was bekommen wir denn da? Oh. Ein Smaragd. Und da. Wie ein Apfel. Oh, ist doch langweilig. Wird noch ein Apfel. Na. Ja. Wir können wunderbar zielen hier. Das ist. Ja, wir sind die Besten darin. Also da hinten, das mit dem Smaragd gefällt mir da besser. Aber ich glaube, da kriege ich mir nur einmal was. Bin mir nicht sicher. Ja, man bekommt nur einmal was. Wäre sonst langweilig, ne? Art, Hammer oder sowas. Nur dass man nicht mit dem Hammer, sondern mit dem Körper drauf geht. Zupp, zupp.
Hui. Da kommen Äpfel dann raus. Auch nicht schlecht. Das hier ist keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Na. Okay, der kann sich einer, der wird dann einer draufgesetzt und der fällt dann da runter, oder wie? Ah ja. Der Foto mit den, Kürbissen. Ich denke, wenn man das auch mit anderen Leuten spielt, dass es bestimmt noch weit lustiger hier ist. Denke ich mir zumindest mal. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Oh, ein Wolf. Nicht so cool. Hi, du siehst hässlich aus, aber egal. So, gucken wir uns mal hier weiter hier hinten um, was hier noch so alles ist. Weil ich möchte jetzt noch unbedingt wenigstens einen Zombie sehen. Weil den haben wir noch nicht gesehen. Ah, okay, wenn es also voll ist, dann ist es dann so ein Skelettkopf. Ist auch interessant. Da unten ist eine Spinne. Eine Kuh. Creeper. Sind das Zombies? Wir haben die Zombies gefunden. Also ich meine jetzt... Er saufe. Bats. Bats. Wow. So. Spinnchen und Skelettchen. Zwischen die Augen. Zwischen die Augen. Boom. Hi, ich bin der Kalle und wer bist du? Ach, sorry, du kannst ja gar nicht reden. Was ich halt gerne noch sehen würde, wäre ein Enderman. Weil hier sieht jetzt eher mehr aus wie dieser Slenderman, ne? Hier in dieser Welt. Finde ich weit, weit, weit lustiger. Weit, 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 weit lustiger. Aber ein Enderman zu treffen ist ja so ein Ding der Unmöglichkeit, habe ich festgestellt. Ah, und über diesen Pfad hier kommen wir dann in dieses Schloss da rein. Oder wie? Zumindest habe ich so das Gefühl. Auch wenn wir jetzt gerade durchgeschüttelt werden beim Hochlaufen. Also da braucht man auch eine gute Mare für. Ah, kaputte Brücke. Also hier muss man echt aufpassen, wo man hinläuft. Sonst fällt man runter. Das im Überlebensmodus zu machen, ist bestimmt sehr lustig. Dann machst du noch. Mehr hat man nicht mehr gesehen von ihm. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt kommen wir da lang oder da lang. Was ist denn das? Na komm, wir gehen da lang. Wir haben sowieso nicht mehr allzu viel Zeit, wie ich glaube ich jetzt sehe. Ja, die eine Minute. Die. Flanieren wir hier mit unserem Skelettfreund, das ist der Heinz. Ne, ist der Hector. Du bist der Hector, ich bin der Kalle, da passt das schon, ne? So. Mit einer schönen Aussicht. Auf Dunkelheit. Na, guck mal, wir haben das Schloss hier, so. So, dann würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst ruhig einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Ihr müsst natürlich nicht. Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr es möchtet. Ja, ansonsten, man hört sich, man sieht sich, man liest sich. Ciao.